Schöne gute Morgen, ihr Leute. Der Jörg, das bin ich. Euch möchte ich mal ganz recht herzlich hier zum neuen Video begrüßen. Heute mal mit einem ungewöhnlichen Start. Wir sind hier oberhalb vom Dörrerbach, gehen ausnahmsweise mal am Wanderparkplatz am Bild los. Ja, starten mal die Tour von da. Ist mal was anderes wie sonst. Immer nur unter vom hohen Berg. Ja, ich gehe ein bisschen läufer. Na, soll nicht so arg weit sein. Aber was werde ich sehen? Ja, ich werde dabei ein bisschen mitnehmen, ein bisschen mal gucken, ob es überhaupt was zu filmen gibt oder nicht. Ja, ich selbst war am Samstag in Bochum auf der historischen Jahrmarkt. Ja, und Owitz bin ich dann abgeholt worden. Ich habe da unten ein Ehepaar, das ich kenne, da, die haben gesagt, ja, wenn du bist, kannst du ja schon mal vorbeikommen. Dort habe ich übernachtet. Bin gestern dann heimgefahren. Hab gedacht, ja, nimmst die Kamera mal mit, GoPro mit, machst da ein paar Aufnahmen. Aber das war nicht so, ja, bei der Kirmes war viel los, da waren sehr, sehr viele Kinder unterwegs. Ja, wenn du deine Kamera hier halte, will hast, hast die Kinder sofort erwischt und ja, das sieht man alles pixeln müssen und da habe ich keine Lust drauf gehabt. Ja, und Owitz, das ist alles. Owitz war mal ja zusammen Kegel, die haben ihren Kegel Owitz gehabt und du hast auch nichts filmen können. Du willst schon die fremden Leute, die an dem Ort kennengelernt hast, schon auch nicht filmen. Ja, da kannst du nicht einfach hingehen und dann so ein GoPro ins Gesicht halten. Ja, in dem Sinne gibt es von dem nichts. Ja, muss ja auch nicht ständig sein. Deswegen machen wir heute einen kleinen Spaziergang. Ich wollte sowieso was gucken gehen. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal los. Zum Steffensbergturm, die jetzt an Donauf gehen. Den lassen wir heute aber außen vor. Kann ich euch einmal ein Video verlinken, was ich halt machen will. Ich will einmal da vorgehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals schon mal da vorgelaufen zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, da ein altes Bild, da kommen wir her. Und dann da oben drei Eiche, das ist so mein Ziel. Ja, diese 1,7 Kilometer von den drei Eiche laufen wir dann rüber zu den vorderen drei Eiche und dann wieder zurück. Das ist so der Plan. Respektive mal gucken mal, wo wir rauskommen, dass ich das weiß. Ja, das ist so der heutige Plan. Ja, einfach sich in seiner Heimat noch besser auskennen. Wissen, wo geht's hin, wo geht's lang. Das Wissensspektrum einfach erweitern. Die Erkundungstour, die ist jetzt halt schon rum. Ich habe jetzt das, was ich gesehen habe oder wissen wollte, das weiß ich jetzt halt. Ja, wir laufen jetzt halt das schmale Fetsche da vor Richtung vordere drei Eiche. Und genau das ist auch der Weg, den ich eigentlich immer nehme, du, wenn ich von der Böllebauer drei Eiche zu der Otterbacher drei Eiche laufe, du. Ja, da geht ja noch einmal hier oben die Hauptstraße
ja, große Verstoßmähnig entlang und da läufe ich halt nie entlang. Ja, und da habe ich halt auch noch nie gesehen, wo der Aufgang ist, weil ich halt hier unten unterwegs bin und nicht da oben. Aber okay, jetzt weiß ich es. Ja, ziemlich einfach. Und ja, das ist jetzt halt kein Problem beim nächsten Mal. Ja, als nächstes, wie gesagt, vordere drei Eiche oder behalte drei Eiche. Dort werden wir noch ein kleines spätes Frühstück zu mir nehmen. Ich habe da ein paar verunfallte Brezel dabei. Sind ein bisschen kaputt gegangen irgendwie unterwegs. Ja, und dann geht es schon wieder zurück zum Auto. Ja, das dürfte dann noch einen Kilometer rüber zu sein. Zurück zum Bild. Und das war's schon, ja. Viel mehr geht es halt nicht. Wie gesagt, nur ein kleiner Spaziergang. Ich muss ja halt nochmal arbeiten. Daheim wartet auch noch viel. Erwitt zu machen und Barbierkrempels. Und so kann man. So habe ich mich quasi von diesem Ruhrpott-Wochenende erholt. Habe einen kleinen Spaziergang gemacht und habe sogar noch ein bisschen was gesehen. Ne? Jetzt gehen wir weiter. Genug gebabbelt. Wir sind ja hier an der Grenze zu Frankreich und hier am Westwall findet man ja immer wieder die Überreste und Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Gerade jetzt zur Winterszeit, Frühjahrszeit, wo noch nicht so viele Blätter auf den Bäumen sind, kann man sich die Bunkerruine als gut angucken. Sieht man als mega. Jetzt natürlich wieder Richtung Sommer geht, wenn alles zugebuchert ist, sieht man im Ganzen viel. Ja, wer sich für sowas interessiert, kann auch gerne mal daher kommen. Laufgräber und so weiter, alles noch da. Muss ich halt nur ein bisschen umgucken. Da sind wir jetzt halt an der vorderen drei Eiche. Wieder. Da werden wir jetzt halt ein kleines Päuschen machen. Wie ich schon gesagt habe, kleines Frühstück. Und dann geht es den Kilometer zu ganz Auto. Nichts Besonderes halt. Ein bisschen Käse, ein bisschen Butter, ein einfaches Löffel Wasser, ein einfaches Messer
Das ist Frühstück. Simpel und einfach. Gefrühstückt habe ich jetzt satt. Ja, jetzt geht es eigentlich nur nach Dotra zurückzugehen ans Auto. Ja, dieser Minispaziergang neigt sich dann dem Ende zu. Soweit ist schon nicht mehr. Ich hoffe doch, dass dieses kleine Abenteuer euch dann doch gefallen hat. In dem Sinne möchte ich mich nur noch bei euch verabschieden. Ich sage schönen Gruß und auf Wiedersehen.